You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest, you can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go banging on his door, you can throw your hands up, you can beat the clock, you can move a mountain, you can break rocks, you can be a master, don't wait for luck, dedicate yourself and you can find yourself. Straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold, breaking all the records that never could be broke. Do it for your people, do it for your pride, never gonna know if you never even try. Do it for your country, do it for your name, cause there's gonna be a day when it rains. Meine treuen Abonnenten da draußen an euren Handys, Laptops oder Computern, je nachdem, wo ihr gerade dieses Video schaut. Hallo! Vielen, vielen Dank für 200 Abonnenten. Die haben wir ja vor ein paar Tagen geknackt, die 200 Abonnenten-Marke sozusagen. Mittlerweile sind wir schon 205 oder sowas. Ich bin immer noch total überwältigt und kann es wirklich noch gar nicht so richtig glauben. Und vielleicht hört es auch schon an meiner Stimme, ich bin wieder gesund. Also auf dem Weg der Besserung zumindest auf jeden Fall. Und ja, ich wollte ein paar Sachen sagen. Und zwar erstens, warum ich dieses Lied genommen habe. Ganz kurz, Hall of Fame bedeutet mir sehr, sehr viel. Ich habe eine tiefe Verbindung zu diesem Lied. Ich war vor ein paar Monaten richtig unten mit der Laune und irgendwie ist alles schiefgegangen, auch in der Schule. Und dann habe ich das Lied im Radio gehört, durch Zufall, das erste Mal. Und dann habe ich mir übersetzt, was der da so singt. Und habe mir gedacht, eigentlich hat er recht. Eigentlich müssen wir an unseren Problemen arbeiten, wir müssen an uns arbeiten und an dem, was wir erreichen wollen. Und irgendwann werden wir dann sozusagen belohnt und werden in dieser Halle der Berühmten sein. Und ich muss sagen, Jorvik ist so ein bisschen die Halle der Berühmten geworden für mich. Wenn ich da rumreite, dann kommen manchmal irgendwelche von euch auf mich zu und schreiben mich an, ja, hey Jolie, deine Videos sind total super und alles. Und ihr macht mir damit immer so eine große Freude. Und auch wenn ich nicht immer so viel Zeit habe, damit euch zu quatschen oder nicht jede Freundschaftsanfrage annehme, ich freue mich da total drüber, wenn ich in Jorvik erkannt werde oder überhaupt in der Star-Stable-Welt. Was ich zweitens sagen wollte, ich habe ein paar Kommentare gelesen. Die sind, das sind wirklich nur 3 oder 4 oder so. Und die beinhalten halt, dass diejenigen, die Kommentare geschrieben haben, sehr enttäuscht sind, weil sie so wenig Abonnenten haben und ich so viele.
An die, die diese Kommentare verfasst haben, Leute, ich war auch mal ganz am Anfang. Ich hatte 0 Abonnenten und bin jetzt bei 200. Und das auch nur, weil ich versucht habe, mich zu steigern. Und zwar von Video zu Video, in kleinen Schritten, aber ich habe versucht, mich zu steigern. Es geht nie alles auf einmal. Man muss sich vorarbeiten, Schritt für Schritt. Und das möchte ich euch einfach nur sagen und gebt doch nicht gleich auf. Wenn ich aufgegeben hätte, dann wäre ich vielleicht nach dem 10. Video wäre ich wieder aus dem YouTube-Geschäft sozusagen ausgestiegen. Aber ich hatte meine Freunde, die mir Mut gemacht haben, nicht aufzugeben. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Was ich drittens sagen möchte, ihr seht ja im Hintergrund ab und zu Elena Ice Prince. Und ich hatte die große Ehre, heute mit ihr ein Video drehen zu dürfen. Das Video hat sie auch schon hochgeladen. Das findet ihr in der Videobeschreibung, also den Link dorthin. Bitte schaut euch das unbedingt an. Der Song ist so wunderschön, den wir uns ausgesucht haben. Und an dieser Stelle geht nochmal ein herzliches Dankeschön an Elena, dass sie das mit mir gemacht hat. Ich habe sie darum gebeten, bin ich ganz ehrlich, weil ich finde, Elenas Videos sind toll. Lasst doch ein Abo da bei ihr, wenn ihr sie noch nicht abonniert habt. Und ja, habe ich noch was zu sagen? Ach genau, ich hoffe, dass jetzt alle Opal-Sisters das hören. Das ist das vierte, was ich sagen wollte. Ich kann nicht mehr reden, es ist schon so spät. Egal. Das vierte, was ich sagen will, Opal-Sisters, das Treffen morgen am Samstag fällt aus, weil die Alisa ist nicht da und ich wurde heute auch kurzfristig wohin eingeladen. Das heißt, ich bin auch nicht da. Wir verschieben das auf Sonntag, also den 25.05. müsste das dann sein, genau. Auf den 25.05. wie immer um die gleiche Uhrzeit um 7 am Jorvik-Stall. Ich hoffe, ihr habt das jetzt alle mitbekommen. Und ich mache jetzt auch Schluss, weil das Video ist jetzt lang genug geworden und sonst kommt es nie hoch auf YouTube. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, einen guten Mittag oder einen guten Morgen, je nachdem, welche Uhrzeit gerade bei euch ist. Und bedanke mich nochmal ganz herzlich. Ihr macht mich super glücklich und ich rede schon wieder zu viel, also ich schließe mal. Ciao!